Wir sind Anna und Flo. Mit unserem selbst ausgebauten Fiat Ducato Bob und unserem Mischlingstierheimhund Paul von Teneriffa. Anfang Juni haben wir Deutschland verlassen, alles aufgegeben in Berlin und verkauft und sind dann an der Atlantikküste entlang runter bis nach Spanien. Von dort haben wir die Fähre nach Teneriffa genommen. Begleitet uns jetzt weiter in den nächsten Tagen und seid gespannt, was uns passiert. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Wir sind noch auf Teneriffa unterwegs. Ja, größtenteils im Süden, es ist sehr windig, aber auch mit einem Abstecher in den Norden. Alles wie üblich, etwas ungeplant und so, ja, wie es sich im Vanlife gehört. In diesem Sinne viel Spaß mit dem nächsten Video und lasst uns gerne ein Abo, ein Like und einen Kommentar da, denn das hilft uns hier etwas weiter zu wachsen und wir freuen uns natürlich, wenn unsere Community hier etwas weiter wächst. Danke! Guten Morgen. So, ich mache wieder eine kleine Laufrunde. Interessante Strecke hier. Ich weiß gar nicht, ob wir es schon erzählt haben, aber auf Fuerte, Wind, wohnen ja einige Menschen in Höhlen, also in den Steinen. Haben wir jetzt schon öfters gesehen. Eben bin ich auch an so einer Stelle vorbei. Wow, da waren echt einige. Ich schaue mal, ob ich das gleich aufnehmen kann. Man will die ja nicht stören. Also sind hier normale Menschen. Ja, ich laufe jetzt auch langsam wieder zurück. Und ja, dann ist der Vormittag auch schon fast vorbei. Hier sieht man das ganz gut. Schauen, wie lange das hält, weil eigentlich wollen wir ja mal noch einen Einzelsitz einbauen dann. Ach übrigens, halten wir hier jetzt gerade, weil wir uns gerade abwechseln beim Wasser auffüllen mit Kanistern, weil wir jetzt gerade mal gedacht haben, wir können das ja auch immer an den Stadtstränden machen. Wir haben ja nur in Anführungsstrichen zwei Kanister, einmal 35 und einmal 25 Liter und einmal die vom Trinkwasser und wir wechseln uns jetzt einfach ab, wer läuft und füllen das dann dementsprechend so auf und das war eigentlich eine gute Idee von Flo. Wir sind tatsächlich jetzt mal ein Stückchen weitergefahren, um mal wieder einen Surfspot zu suchen, nach einigen Wochen ohne Surf. Ja, jetzt sitzen hier echt viele bei super kleinen Wellen im Wasser. Ich denke mal, Flo wird gleich reingehen. Wir sind jetzt hier bei Las Americas, also auch sehr städtisch, mega krasser Hotelkomplex. Also sowas habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen. Und ja, einer muss ja jetzt immer auf das Hühnchen aufpassen, auf dem Pauli. Das werde ich dann heute übernehmen. Und ja, mal schauen, wie es dann morgen wird, weil Paul wird am Donnerstag kastriert. Das wird dann auch noch mal ein bisschen herausfordernd. Wenn hier morgen Wellen sind, dann gehen wir bestimmt auch noch mal ins Wasser. Aber Flo sucht jetzt gerade noch einen Parkplatz und dann sucht er mich. Ah, er hat schon einen gefunden. Ich gehe mal zu ihm. So, Flo ist jetzt kurz im Wasser. Ja, es war ja sehr voll da. Und Paul hat tatsächlich gerade das erste Mal so ein bisschen gespielt. Mit einer Hündin hier. Die Spanier haben uns echt nochmal gesagt, wow, das ist so eine tolle Rasse, Presa Canario. Und wow, eigentlich zahlt ihr dafür voll viel Geld. Ihr seid so glücklich und der wird riesig. Ja, mal schauen. Und er frisst voll viel. Ja, Paul hat dann tatsächlich gerade auch nochmal vor Aufregung ein bisschen gekotzt. Ja, oh Mensch. Mal schauen. Ich warte jetzt hier noch ein bisschen und dann gehen wir duschen, machen Essen und wahrscheinlich bleiben wir dann heute hier stehen und morgen fahren wir dann wieder zurück. Bei uns gibt es jetzt übrigens Burger.
Ich konnte leider nicht warten. Letztes Mal war es noch ein bisschen geiler mit dem Ei, aber beim Lidl gibt es ja nach wie vor diese geilen veganen Patties. Boah, ja, die sind richtig. Also Anna hat wieder so geile geholt. Tomate, Zwiebel. Mhm. Und die haben eine richtig geile Konsistenz wie normales Fleisch. Mhm. Also, nicht, dass die Konsistenz vom normalen Fleisch immer geil ist, aber man hat wenigstens was zu kauen, das meine ich damit. Ja. Und vorher war ich kurz im Wasser. Ich esse auch schon nebenbei. Genau, ich war noch mal kurz da irgendwie so ein bisschen surfen und bin auf total viel Korallenriff, oder was das auch, wie man das auch mal nennt, rumgetreten und habe mir ein bisschen auch wehgetan, glaube ich. Aber ja, genau, jetzt gibt es alkoholfreies Bier, geile Burger, weil Anna wieder geile Burger-Patties gekauft hat. Und wir haben so eine richtig geile Chili-Soße gestern gekauft und morgen mehr. Ja. Wir lieben ja scharfes Essen, aber jetzt lieben wir erstmal Essen und dann gehen wir nochmal mit dem Pauli raus. So, wir haben heute nicht wirklich was aufgenommen. Es ist schon etwas später. Wir hatten einen Arbeitstag und standen da ja bei dem Stadtstand Strand in Las Americas. Und ja, mit Hund ist es doch alles etwas aufregender und dauert etwas länger. Und ja, dann ist Flo heute auch nicht so was Gutes passiert. Ich weiß nicht, ob du schon drüber reden kannst. Ich kann nicht drüber reden, dass mein Surfboard kaputt ist. Er hat leider sein Surfboard. Also, das war ja nicht dir geschuldet. Du bist ja einfach nur freundlicherweise ausgewichen. Doch, ne? Das war mir geschuldet, weil ich falsch ausgewichen bin. Ja, das war das erste Mal jetzt nach 3 Wochen. Aber hey, ihm ist nichts passiert und wir finden dafür auf jeden Fall einen Weg. Und jetzt sind wir erstmal hier, weil Paul morgen kastriert wird. So, jetzt sind wir gerade ein Stück gegangen, um uns hier diese Aussicht zu gönnen. Zeit. Anna hat was Leckeres gekocht. Ich habe einen verspannten Nacken und jetzt Zucker gegessen. Ja, irgendwie doch nicht so. Nicht mehr so der Tag heute. Wir essen jetzt noch und dann war's das. Morgen sieht die Welt schon wieder anders aus. Ja. Nach Regen kommt auch Sonne. Also, guten Appetit. Guten Morgen, so etwas später schon. Wir haben jetzt Paul gerade beim Tierarzt abgegeben. Oh Gott, also so durch die Stadt laufen. Er hatte gestern auch noch mal kurz gebrochen aus Nervosität. Weiß gar nicht, ob wir das erzählt haben. Wird ja jetzt kastriert und deshalb sind wir ja auch gerade hier in diesem Dorf, weil der Tierarzt hier ist vom Tierheim. Ja, jetzt können wir ihn heute Abend abholen. Müssen wir mal schauen, wie wir jetzt hier den Tag vertreiben. Hier ist jetzt nicht wirklich viel, aber wir wollen ja auch eher einen ruhigen Platz. Also hier ist jetzt schon wieder eigentlich zu viel Stadt. Ja. Also jetzt nicht so viel, was man naturtechnisch irgendwie machen kann. Und ja, Flo hat ja gestern sein Board zerstört. Alles kommt immer zusammen. Aber jetzt erstmal Pauli. Und ja, ich gehe jetzt noch kurz in den Supermarkt und dann werde ich auch noch weiter arbeiten. Ja, ansonsten liegt das Städtchen hier eigentlich ganz cool, halt so mitten in den Bergen. Aber wir hatten ja die Problematik erst letzte Woche mit dem Hoch- und Runterfahren bei Bergen, dass unsere Bremse versagt und unsere Bremsen zu heiß werden. Deshalb machen wir das erstmal nicht. Und in diesem Sinne, bis später. So, wir saugen jetzt endlich mal unser Auto aus. Nach Ewigkeiten des Ankündigens starten wir jetzt mal hier vorne. Kannst du mal einen großen Müllbeutel nehmen? Wir machen da immer alles gleichzeitig. Ich mache einfach so da. Ja.
Warte, ich schmeiß kurz die Möbel. Dieser, der hier nicht reinpasst. Ja, warte. Also eins muss ich jetzt mal sagen. Ich war den ganzen Tag gestresst und ich merke immer wieder, auch wenn ich nicht super gerne aufräume, aber aufräumen macht echt die Seele frei. Ich weiß schon, warum die Leute, die in den Ashram gehen und warum die ersten Wochen fegen müssen, die erste Woche immer fegen müssen. Also jetzt geht es mir schon wieder ein bisschen besser, obwohl ich ein bisschen Müll wegschmeiße. Dass man den ganzen Haushalt ausräumen. Macht voll Spaß, nicht? Ja, wir haben hier so ein bisschen so ein kleines Mottenproblem, glauben wir. Deshalb mal schauen, was das hier wird. Sind auf jeden Fall schon wieder beim Einräumen. Was heißt schon? Ich weiß gar nicht, wie lange wir jetzt hier schon rumräumen. Sieht jetzt alles gut aus. Haben noch einmal alles mit Essig abgewischt. Ja, genau. Hoffen wir mal, dass es dabei bleibt und jetzt keine Motten da waren. Also es waren bis jetzt halt nur diese zwei T-Shirts. Mein schönes, mein Lieblings-T-Shirt eigentlich. Ich habe ja nur drei T-Shirts. Und Flo auch. Ja, mal schauen. Und dann holen wir gleich den Pauli wieder ab, wobei ein bisschen Zeit ist noch. Und yes! So, wir stehen jetzt hier gerade auf dem Lidl-Parkplatz. Ja, wir haben dann noch alles so ein bisschen weiter eingeräumt, war ja dann notwendig. Und so ein bisschen mit Essig sogar noch sauber gemacht. Mal schauen, wie lange der Sauberkeitsmoment bleibt. Jetzt warten wir noch ein bisschen, bis wir dann Paul abholen können vom Arzt. Und fahren dann wieder eine halbe Stunde zurück nach Medona, wo wir vorher auch schon standen, wo es ja doch eigentlich ein angenehmer Platz ist, wo man niemanden stört. Wir haben noch nicht so den optimalen Platz irgendwie jetzt hier in der Gegend gefunden, also wo man ja mit dem Hund zum Strand kann, was theoretisch auch ohne Wind und ein Surfstrand ist. Ja, man hat überhaupt gar keine Ansprüche im Vanlife. Ja, mal schauen. Wir werden dann wahrscheinlich morgen auch da bleiben, einfach ein bisschen entspannter und dann am Samstag Richtung Norden fahren. Aber wir schauen erstmal, wie es Paul natürlich geht. Und ja, soweit erstmal dazu. Ich stehe gerade vom Veterinär, also vom Tierarzt und warte darauf, dass Anna mit Paulchen wiederkommt. Und genau, ich stehe hier natürlich total ungünstig, weil es hier keine Parkplätze gibt, weil überall alles gesperrt ist und ich stehe so halb auf dem Gehweg mit Warnblinker und ja, genau. Aber die Leute sind hier alle relativ entspannt und nett und drücken dann halt auch bei so Sachen mal ein Auge zu. Also das muss man den Leuten auf Teneriffa oder generell in Spanien mal lassen. Das sind alle schon sehr, sehr nette Gesellen oder Gesellinnen. Ja, jetzt warten wir mal und gucken, wie es dem Paulchen geht, wenn er wiederkommt. Also drückt die Daumen, dass es ihm hoffentlich relativ gut geht und er nicht zu krass kaputt ist von seiner Narkose. Genau, wir warten mal ab. Da kommen die beiden kleinen Süßen. Anscheinend geht es ihm ganz gut. Na, wie geht's unserem Schmatzel? Alles noch so ein bisschen wimmerig, aber alles gut. Hauchen. Hallo. Komm her. Ja, das Narkose gut überstanden? Ja, alles gut. Na, Kumpel? Komm mal her. Ja, da. Oh, da. Tut noch alles ein bisschen weh, ne, am Sack. Kannst du das Sack rausgeben? Die Frau konnte sogar Deutsch. Ach wow. Ja. War es eine Ärztin? Nein, die Ärztin nicht, aber die Assistentin. Und die haben dann halt gerade zusammengesprochen. Was soll ich machen? Was hat sie gesagt wegen dem Durchfall? Ja, sie meinte, das kann sein, weil die Tabletten halt für so Magen-Darm-Sachen sind. Und das war doch wegen auch den Würmern oder sowas, ja. Keine Ahnung. Und er kriegt jetzt nochmal Tabletten die nächsten 4 Tage. Die sind aber für die Haut, das Antibiotika. Also eigentlich okay. Dürfte da jetzt nichts mehr so sein. Falls es halt weitere Probleme gibt, sollen wir anrufen. Okay. Na, Digi? Und ja. Wie fühlt sich so an? Gut. Ja. Ein bisschen kaputt noch, ne? Mit 5 Monaten schon, nee, 6 Monaten schon eine OP. Ja, und heute soll er auf jeden Fall dann noch normal fressen kriegen und ab morgen dann die Tabletten.
Und wir können die Wunde auch desinfizieren ein bisschen, wenn wir wollen. Halt einfach mit so Wattepads oder Mull. Und Kamille. Ja, das geht auch, ja. Das, aber ansonsten löst sich das halt auf. Und wir machen das lieber mit Kamille, ne? So, jetzt fahren wir los. Ja, genau. Morgen. So, unsere Nacht war recht pinkelreich. Ja, Paul hatte dann gestern Abend noch recht viel getrunken, was ja auch gut war, ein bisschen gegessen und hat sich dann versucht, glaube ich, zu melden, aber hat dann doch irgendwie ins Auto gepinkelt. Ich glaube zweimal oder dreimal, ich glaube zweimal, ja, waren wir dann doch nicht schnell genug. Naja, passiert, aber es geht ihm soweit ganz gut und ja, wir sind jetzt hier dann gestern Abend wieder in El Medano angekommen. Es war dann doch wieder windiger als erwartet, was nachts dann irgendwie auch nicht so angenehm ist. Ja, wir sind irgendwie noch nicht so richtig angekommen auf Teneriffa, was so einen guten Platz betrifft. Merken auch, dass die Insel ja doch sehr turbulent und bewohnt ist, wo wir gar nicht so mit gerechnet hatten. Und werden jetzt mal schauen, dass wir am Wochenende unsere Fähre nach Fuerteventura gebucht bekommen. Da hatten wir ja auch einige Probleme jetzt, dass sie uns zweimal gecancelt wurde. Und ja, mal schauen, wie es da so wird. Also man merkt auch, ich meine, klar, wir kommen irgendwie aus Deutschland und vom Festland und es ist eine ganz andere Natur natürlich und so dieses Grüne, also es ist natürlich im Norden noch mal mehr, ja, da waren wir jetzt ja auch noch nicht so, da wollen wir dann nächste Woche mal hin, aber das fehlt einem doch so ein bisschen und ja, mal schauen, jetzt sind wir erstmal noch ein bisschen hier, wollen dann noch ein paar Leute treffen und ja, sind dann natürlich gespannt, auch wie es weitergeht, haben da jetzt gerade so ein paar Tage, wo doch so ein bisschen, ja, jetzt nicht extremer Frust aufkommt, aber wo man so ein bisschen herausgefordert wird, wo es mal dann nicht ganz so gut läuft. Und aber das gehört auch dazu. Und ja, jetzt macht Flo Essen. Was gibt's denn? Ja, so richtig. Also Tofu mit Linsen, Zucchini und Paprika und Reis. Also eine Gemüsereispfanne. Ja, gibt's bei uns irgendwie gefühlt jeden Tag. Yes. Aber immer mit anderen Gemüse. Ja, und ich glaube, dann passiert gar nicht mehr so viel. Es wird ja so früh dunkel. Morgen fahren wir dann ein bisschen weiter in den Norden. Wieder ein paar Sachen erledigen. Und in diesem Sinne, bis morgen. Hallo aus Hunderhausen. Hallo. Ich kann jetzt nicht mehr im Bett schlafen. Nein, wir sind jetzt zu zweit. Wir brauchen ein großes Bett. Unser Auto wird jetzt nur noch umgebaut zum Bett. Ja. Paulchen ist ein bisschen Sturkopf seit gestern. Er will nicht mehr ins Auto irgendwie. Ja. Wenn wir draußen waren, will er nicht mehr ins Auto. Vielleicht auch wegen seiner Pinkelaktion noch, aber keine Ahnung. Das, gestern war es ja erst auch nicht so. Hat sich erst gestern entwickelt. Gestern Abend erst. Ja, wir suchen jetzt mal für dich was zum Nacken und
mache erstmal Kaffee. Oh. Genau. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, you grow hard about what you wanna be. Step 4, fuck everybody, just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, so, wir machen today's gonna be a good day. Fertig. Ja, wir werden jetzt gleich erstmal Wasser auffüllen, einkaufen gehen, dann wollen wir noch in den Tierladen ein neues Fahrrad kaufen, tanken und das nimmt natürlich auch alles immer so seine Zeit in Anspruch. Ja, Dinge, die man halt so tut, als Fanlife machen, gerade gesagt. Ja, und dann fahren wir Richtung Norden so eine Stunde und da werden wir dann heute vor Vitos Haus bzw. halt da wo stehen. Ein Freund von uns, Flo, hilft da heute Abend ein bisschen in dem Imbiss, in dem Bistro aus und dann schauen wir mal, wo es morgen so hingeht, ob wir vielleicht da noch stehen bleiben oder ja, wie sich da so die Lage ergibt. A flow, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause it's a sensation. I live my life in my head like a narration. Wirklich in sein Bettchen gelegt, weil er ja auf seine Matte draufgepinkelt hatte und seitdem will er sich nicht mehr da reinlegen. Also falls jemand einen Tipp hat, wie man das wieder hinbekommt bei irgendwelchen Bettchen, Unterlagen, dass die Hunde das wieder akzeptieren, sehr gerne her damit. Und ansonsten fahren wir dann gleich weiter und wir haben für legendäre 85 Euro voll getankt. Oh yes, das gibt's in Deutschland nicht. Ja. Alles immer voll in Ordnung, solange man noch klarkommt mit sich selbst, ne? Ja, so ist es fein. Fein. Ja, fein. Ja, fein. So, komm. Ja, los. Ja, super. Aber alles zusammen, ein Selfie-Video. Hey Leute, das ist Vito. Hey! Wir trinken jetzt ungefähr 1 bis 10 Bier. Jo, wir doch einfach alle. Also bis morgen. Guten Morgen. So, wir sind hier noch in Puerto Cruz. Flo hat ja gestern dem Vito geholfen. Es ist ein bisschen fresher hier, so ein bisschen kälter. Und ja, wir schauen mal, wo wir später hinfahren. Hier ist auch gerade einer nochmal wach geworden. Ich glaube, der muss jetzt gleich nochmal raus. Flo hängt noch ein bisschen durch. Und ich habe einfach zu viel getrunken gestern. Ja, ein bisschen viel getrunken. Aber ist ja auch mal okay, ne? Und ja, Paul hat sich ganz schön gestern einen kleinen Macho raushängen lassen hier mit seiner neuen Freundin. Hat man sich direkt heimisch gefühlt und musste rumbellen. Ja, und ja, später fahren wir bestimmt wieder Richtung Meer und suchen uns da ein Plätzchen. Hey! Thank you.
ja, von Vito empfohlen. Wir machen hier später bestimmt mal noch einen kleinen Weg und schauen uns das mal an. Und ja, ich würde eigentlich auch gerne mal wieder ins Wasser springen. Ich war schon lange nicht mehr im Meer. Ja, das sieht auf jeden Fall voll cool aus. Also ich finde es voll schön, wenn das so ein bisschen dieser Badebereich von den Steinen umsingelt ist. Ja, voll. Aber es ist, glaube ich, auch gar nicht so ungefährlich da im Wasser. Wir werden sehen. Ja. Jetzt wird erstmal noch mal kurz ein bisschen entspannt, weil die Autofahrt war nach dem gestrigen Abend ein bisschen hart für mich. Ja, ich hab's gemerkt. Wir schauen mal. Ich musste mich anstrengen. Ja. Aber ihr habt ja auch auf dem Video gesehen, dass Vito und ich motiviert waren. Ich bin gespannt. Du weißt, wie die fahren, ne? Vormittag jetzt eigentlich am Auto verbracht auf unserem Stellplatz, haben noch zwei nette neue Vanlife-Freunde kennengelernt mit ihrem Hund. Ich mag den Begriff. Ja, und es war ganz süß. Die zwei haben auch voll lieb gespielt, also Paul und Jimmy. Und jetzt fahren wir erstmal Wäsche waschen. Wir haben sehr viel. Ich weiß nicht, wo lang hier. Und dann fahren wir noch ein Stückchen weiter und schauen uns mal einen anderen Stellplatz an. So. So, wir sind jetzt hier bei so einem Walskelett, Esqueleta de la, schreiben wir euch rein. Machen hier jetzt noch eine Trainingsrunde mit Paul und dann schauen wir mal, ob wir hier bleiben. Das Wetter hat sich wieder etwas geändert. Etwas fresh. Yes. Jetzt üben wir noch ein bisschen.
so, wir haben dann irgendwie gar nichts mehr wirklich aufgenommen, weil es war alles ein bisschen mehr anspruchsvoller als gedacht. Es war turbulent, sagen wir es mal so. Ja. Ich weiß nicht, ob du vorhin was gesagt hast. Nee, das letzte war halt bei diesem Skelett da, von diesem Wal. Und dann wollten wir zurück nach El Medano, haben wir entschieden, ne? In den Süden. Ja. Und dann hat er uns eine Route gegeben, wo... ciao, also wer da mit so einem großen Wellen hochkommt, ohne Probleme, Respekt. Man konnte den Berg quasi, es waren so Serpentinstraßen, eigentlich gar nicht hochfahren. Also doch, wir waren schon fast ganz oben, aber die letzte Kurve haben wir nicht gekriegt und die letzte Steigung. Und somit sind wir wieder runtergefahren und über die Autobahn zurück, also andersrum zurück. Also Teneriffa holt mich auf jeden Fall noch nicht so ab. Ja, das Ding war ja, also uns wurde ja vorher gewarnt, dass wir diese Bergstraßen nicht fahren sollen. Und wir waren nicht auch nachts fahren, genau, sollen. Wir waren ja auch der Meinung, dass das nicht diese Straßen sind. Also wir hatten gehofft, weil uns auch gesagt wurde, dass man eigentlich auch über Schnellstraßen, Autobahn an der anderen Seite, an der Westküste entlang fahren kann, wieder nach Süden. Und dann sind wir halt genau in diese Route reingefahren und, oh Gott, ja, ich war sehr in Angst und geströmt und war dann auch irgendwie voll am Heulen und dann ging irgendwie gar nichts mehr und Flo hat das super gemeistert. Aber es war schon krass, also boah, diese Steigung heftig, ey. Paul hat das auch super gemeistert. Ja, und dann sind wir jetzt irgendwie anderthalb Stunden zurückgefahren, ne? Und hier ist wieder ganz schön der Wind. Ja, hier ist jetzt wieder das komplette Windchaos. Also der Platz von gestern war eigentlich am besten, ne? Bis jetzt. Ja, da Teneriffa. Konnte man halt nicht so gut mit dem Hund gehen. Aber man hatte seine Ruhe. Ja, das stimmt. Genau, also wir machen jetzt einen entspannten Abend. Ich gehe jetzt gleich schlafen. Und Anna wahrscheinlich auch. Ja. Genau. Und wir sehen uns dann morgen früh. Ja, good night.